So, dann können wir jetzt eigentlich auch schon losfahren. Liebe Freunde, wundert euch nicht, dass ich jetzt hier im Targa Transportwagen unterwegs bin. Also das hat diesen Grund, ich habe mir dieses Fahrzeug ganz kurz mal ausgeliehen, denn mein privates Auto, der KDW, ist immer noch in der Werkstatt. Deshalb habe ich jetzt erstmal dieses Fahrzeug genommen, um einfach mal jetzt von A nach B zu kommen. Ja, so viel dazu. Also habt keine Angst, hier wird jetzt nichts passieren. Hier ist kein weiteres Feuerwehrfahrzeug beschädigt oder irgendwie im Verkehrsunfall verwickelt. Also nichts Schlimmes passiert. Also ganz normal fahre ich jetzt hier mit diesem Fahrzeug hin und her. Wundert euch nicht, Targa Transport zählt auch zu der ADAC-Werkstatt, also sprich zu Paulus Meisterwerkstatt, wie auch immer. Wir machen auch hier Schwertransporte zum Beispiel. Also wir begleiten auch diese Fahrzeuge und deshalb haben wir auch hier so einen kleinen Transporter. Und da ich auch der Kreisbrandmeister bin von der Berufsfeuerwehr Schönefeld, darf ich natürlich auch selbstverständlich mit diesem Fahrzeug hier auf diesem Parkplatz stehen. Und deshalb passe ich eigentlich jetzt gerade richtig gut da rauf, obwohl ich jetzt nicht ganz gerade stehe. Ich stehe aber in der Markierung, das ist schon mal gut. Und deshalb lassen wir das erstmal so. Wir starten heute rein in den nächsten Dienst. Ich bin schon wieder völlig motiviert auf einen neuen Tag hier in der Berufsfeuerwehr. Ich gehe mich jetzt erstmal umziehen, so wie immer, ganz, ganz schnell sollte das funktionieren. Und dann starten wir auch schon rein in den nächsten Einsatz. Mal schauen, wann er kommen wird. Das weiß man natürlich nie. Ich bin jetzt erstmal umgezogen und werde erstmal ganz kurz zum ELW rennen, denn ich habe, glaube ich, hier was vergessen auszuschalten bei irgendeinem Einsatz. Anscheinend läuft da immer noch ein Monitor. Aha, der läuft anscheinend wirklich noch. Das ist hier nicht der hier, also da, wo die grüne Schrift ist. Der unten auch nicht. Der hier oben soll anscheinend irgendwie noch gehen. Wieso geht der nicht aus? Das ist eine gute Frage. Der muss ja von irgendwie noch Strom kriegen. Ich glaube, das ist ein technisches Problemchen. Also da läuft gar kein Strom. Vielleicht ist das irgendwie so ein neuer Monitor, der mit Akku läuft. Das weiß ich leider nicht. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen Techniker. Das weiß ich jetzt nicht, was da jetzt gerade Phase ist. Also der Monitor läuft und läuft und läuft. Wird da irgendwie schon mit irgendwas Modernes angetrieben oder was? Ich weiß es nicht. Dann, hä? Ah, okay. Jetzt ist er aus. Dann war die Tür nicht richtig zu, Mensch. Sachen gibt's ja. So, die Markise funktioniert auch noch, wurde mir gesagt. Wunderbar. Ja, dann ist der ELW wieder einsatzbereit. Weil der war die ganze Zeit jetzt erstmal nicht einsatzbereit, war auf Status 6. Aber okay, gut, liebe Freunde, dann funktioniert alles. Wunderbar. Dann können wir eigentlich auch schon durchstarten, denn der nächste Einsatz ist gerade eben reingekommen. Okay, also Einsatzstichwort lautet. Okay, auf der B1, das ist ja unsere Straße hier vor der Berufsfeuerwehr. Unfall auf Baustelle. Okay, also mehr wissen wir nicht. Anscheinend gibt es da eine verletzte Person. Gut, dann würde ich mal sagen: Einsatz für ELW1, für RTW1, HLF1 und TLF1. Wir werden erstmal zum Einsatzort ausrücken, schauen natürlich direkt vor Ort, was da genau jetzt passiert ist. Ja, also ich kann mir jetzt nicht viel herleiten. Unfall auf Baustelle. Ach doch, warte mal ganz kurz. Das ist doch hier die Baustelle, die sie gerade eröffnet haben. Da sollte die Straße hochgenommen werden und irgendwie neue Rohre verlegt werden. Gut, dann bin ich immer gespannt, was uns dort gleich erwarten wird. Liebe Freunde, Halef geht erstmal auf Status 3. Ich bin gerade so ein bisschen irritiert, warum wir jetzt da hingerufen werden, aber okay. Unfall anscheinend auf Baustelle. Ja. Wir gehen auf Status 3. Fahren erstmal zum Einsatzort. Weg und Sonderrechte sind frei natürlich für uns. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ja. Okay. Polizei ist auch schon vor Ort. Ist anscheinend doch etwas Ernstes. Ich sehe da oben auch ein NEF rumstehen. Muss ich jetzt mal durchquengeln irgendwie hier. Also, manchmal steht die Polizei auch schon so ungünstig, dass man dann schon gar nicht richtig vorbeikommt. Und der NEF steht auch auf halb achte. Was ist denn da los?
Okay, also die sind soeben auf Status 4 gegangen, sind am Einsatzort eingetroffen. Alles klar, wir lassen erstmal das HLF hier hinten stehen. Der Gruppenführer wird erstmal gerufen. Dann bleiben wir erstmal ganz kurz hier stehen und schauen uns das an. Was ist denn hier? Hä? Hallo? Gut, also ihr seht, der Rettungsdienst ist aber in diesem Fall ein NEF-Notfallseelsorge. Also das ist alles im Einen. Also wundert euch nicht, dass das Fahrzeug jetzt hier gerade hier noch steht und warum da Rettungsdienst drauf steht. Also die stehen alle ein bisschen schief hier. Der ist ja richtig in der Erde gebackt. So soll es natürlich nicht sein. Hier ist noch ein Radlader, verstehe. Das ist anscheinend eine ganz normale Baustelle. Gut, dann lasst uns erstmal die weiteren Fahrzeuge zum Einsatzort holen, die ich gesagt hatte. Ich verstehe es trotzdem gerade nicht, was jetzt hier gerade Phase ist. Das ist mir gerade ganz schön neu. Elvi, können wir jetzt mal ganz kurz nach vorne fahren? Ich würde erstmal den RTW mit dazu holen. Denn anscheinend ist da doch irgendwas Schweres passiert und ja, also wir sollen den RTW mit dazu ziehen. Also wenn da schon die Notfallseelsorge vor Ort ist, dann heißt es natürlich nichts Gutes. Wir haben ja natürlich in solchen Fällen immer so ein Fahrzeug parat, wenn irgendwas richtig Schweres passiert ist. Also was man natürlich nicht was man nicht jeden Tag sieht, was man nicht alltäglich sieht, wollte ich eigentlich gerade sagen. Das verschlägt mir gerade selber schon die Sprache hier. Der RTW, ich bin heute irgendwie im L-Modus. Der RTW ist am Einsatzort eingetroffen. Und tja, wir sollen erstmal hinten warten. Der Gruppenführer vom HLF ist jetzt erstmal dort vorne. Wir haben jetzt erstmal noch nicht irgendwie den Befehl bekommen, absitzen, oder wir haben irgendwie jetzt eine Information bekommen, was jetzt genau passiert ist. Okay. Wir hören gerade, TLF wird nicht mehr vor Ort benötigt. Soll anscheinend auf der Wache bleiben. Denn wir haben jetzt keine Gefahr eines Brandes oder ein Verkehrsunfall, aber der EEW soll auf jeden Fall noch mitkommen. Der Einsatzleiter wird vor Ort gebraucht. Also Freunde, also pure Ahnungslosigkeit herrscht hier gerade bei uns. Ja, niemand weiß, was genau hier gerade vor sich geht. Denn eigentlich, wie gesagt, Einsatzstichwort war ja Unfall an der Baustelle auf der B1. Gut, also ich bin jetzt erstmal in diesem Fall der Einsatzleiter. Und ich werde jetzt mal ganz kurz nach oben gehen und jetzt mal schauen, was da genau los ist. Wir sind erstmal mit unseren Einheiten vor Ort. Mit dem HLF, mit dem RTW und dem EEW. Das ist die Berufsfeuerwehr Schönefeld und die Polizei ist vor Ort. Der NEF-Notfallseelsorge. Gut, jetzt weiß ich schon, was genau hier gerade Phase ist, was hier gerade abläuft. Jetzt verstehe ich auch, warum die Kameraden im Fahrzeug warten sollen. Also wir haben es gerade schon so ein bisschen gesehen. Und das wurde uns jetzt hier gerade erklärt, was genau passiert ist. Hier ist anscheinend ein Mitarbeiter irgendwie vor einem Bagger gelaufen und der wurde anscheinend hier vor Ort begraben vom Bagger. Was heißt begraben? Wir werden uns das gleich mal anschauen. An alle, die das jetzt nicht sehen können, schaltet auf jeden Fall jetzt sofort ab. Das Video ist auf jeden Fall erstmal so ein bisschen anders als sonst, denn hier ist anscheinend etwas ganz Schweres passiert, was eigentlich nicht hätte passieren sollen. Wie gesagt, hier wurde jemand unabsichtlich, hoffe ich mal, umgefahren bzw. angefahren und das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Da steht auch der Unfallverursacher. Deshalb auch Unfall. Also wir dachten natürlich hier sofort, dass hier irgendwie ein Unfall passiert ist mit einem Fahrzeug, das in einem anderen Fahrzeug gefahren ist oder was auch immer. Aber anscheinend ist das doch ein bisschen anders. Wir gucken uns das ganz kurz mal an. Okay, hier ist also der Bagger. Der steht hier zur Hälfte auf der Straße und zum Teil auch auf dem Grünstreifen. Und hinter sich hat der anscheinend einen Bauarbeiter mitgenommen. Da seht ihr auch das Blut, das klebt senkrecht am Bagger an der Kette. Also man kann das jetzt auch nicht so richtig ernst nehmen hier.
Trotzdem, ah, okay. Das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Ich finde es jetzt auch nicht lustig, um Gottes Willen. Nein, das auf jeden Fall nicht. Also wir haben auf jeden Fall hier eine sehr schwer verletzte Person auf dem Boden liegen. So viel erstmal dazu gesagt. Wir haben auch aus diesem Grund jetzt erstmal nicht unsere Kameraden mit hinzugezogen, denn so etwas muss nicht unbedingt sein. Da versuchen wir natürlich so viel wie möglich zu verdecken, sage ich mal. Die Person ist auf jeden Fall nicht mehr ansprechbar. Da konntest du nichts mehr machen. Hier wird auch demnächst das Bestattungsunternehmen auftauchen und die Person mitnehmen. So viel erstmal dazu. Die Feuerwehr kann eigentlich jetzt auch schon wieder los. Wir haben erstmal hier alles Mögliche getan, was wir konnten. Also wir konnten natürlich jetzt nur hinfahren und noch den Tod dieser Person feststellen. Das ist natürlich etwas, ich sag mal, etwas, es ist langsam auch schon normal geworden, dass so etwas passiert, aber trotzdem muss man natürlich auch davon ausgehen, dass es auch zum Teil schwer ist, dieser Vorfall, der passiert ist. Deshalb, die Kameraden können jetzt eigentlich wieder auch zurück auf die Feuerwache und dann, falls sie natürlich das möchten, also ich glaube, manche Kameraden haben das aus der Ferne gesehen, dass da irgendwas passiert ist. Die haben natürlich immer wieder die Möglichkeit, mit den Notfallseelsorger zu sprechen. Also in diesem Fall, das war es erstmal für uns. Wir finden es natürlich richtig krass, was hier passiert ist. Ich glaube, hier ist erstmal sofortiger Baustopp. Also ich weiß nicht, wie das jetzt weitergeht. Ja, auf jeden Fall ist das unvorstellbar. Also wirklich. Also jeder kommt damit nicht klar. Außer der NEF natürlich. Der hängt ja mit der Motorhaube mitten auf der Straße. Also der hängt schon so ganz schön merkwürdig. Das hat anscheinend nicht so richtig funktioniert beim Einparken. Aber auf jeden Fall rücken wir erstmal wieder ab und gehen jetzt erstmal wieder zurück auf die Feuerwache. Das war auf jeden Fall der nächste Einsatz, liebe Freunde, hier auf meinem YouTube-Kanal. Und natürlich hat man hier auch mal solche Einsätze, wo die Feuerwehr wirklich nichts mehr machen kann. Also da ist auf jeden Fall nichts mehr möglich gewesen. Wir konnten da jetzt auch nichts mehr irgendwie dran machen, was ändern. Wie gesagt, die richtigen Personen sind ja jetzt noch vor Ort und werden sich jetzt darum kümmern, dass alles hier reibungslos ablaufen wird. Wie gesagt, für die Feuerwehr ist jetzt hier nichts mehr zu tun. Das war es jetzt erstmal. Wir rücken ab, warten auf den nächsten Einsatz. Es ist immer wieder traurig, so etwas zu sehen, zu erleben, gerade auch für die Kameraden. Und deshalb, liebe Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, drückt die Daumen nach oben, lasst es mir gerne wissen mit einem Kommentar und mit einem Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und hoffentlich sehen wir uns dann auch bald wieder im nächsten Video. Liebe Freunde, macht's gut, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, ciao.